Hallo Frau Strack-Zimmermann. Hallo. Wahlwerbung mitten in der Altstadt. Wie treten die Leute Ihnen gegenüber? Grundsätzlich offen, positiv und trotz Corona dankbar, dass man sie auch anspricht. Also Menschen haben einfach das Bedürfnis, aus den letzten Monaten auch wieder ins Gespräch zu kommen, natürlich mit dem nötigen Abstand. Aber ich fühle mich wohl. Es ist ja meine Gegend, meine Heimat, alles gut. Ab und an springen Sie mir aber auch aus dem Fernsehen entgegen, denn Sie haben ja einen Job in Berlin. Und da denke ich manchmal, müsste die Frau Strack-Zimmermann nicht eigentlich ihre Partei als Parteivorsitzende auf Vordermann bringen? Müsste sie nicht eigentlich der Bundeswehr den Kompass stellen als verteidigungspolitische Sprecherin? Warum bewerben Sie sich als Oberbürgermeisterin? Ich bin seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik, streng genommen nach 21 Jahren für eine Bezirksvertretung, bin nach wie vor im Rat als Ratsfrau. Ich war 6 Jahre erste Bürgermeisterin, also Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Ich habe 3 Oberbürgermeister erlebt und da ich in dieser Stadt geboren und aufgewachsen bin, möchte ich jetzt mal selber das Schiff sozusagen übernehmen und das im Rathaus meinen Teil dazu beitragen. Backbord, Steuerbord, alles gelernt. Recht voraus. Sie machen einen frechen, Sie machen einen lauten Wahlkampf, ist mein persönlicher Eindruck. Ich lasse mich gern korrigieren, wenn Sie den anders wahrnehmen. Aber Sie fallen auf. Mit einem Plakat, das habe ich nicht verstanden, das stand vor dem CDU-Parteitag. Das wäre doch nicht nötig gewesen, stand da drauf. Was haben Sie damit gemeint? Dass die CDU einen Kandidaten aufstellt. Alle eint, außer der Sozialdemokratie, dass Thomas Geisels Tage gezählt sein sollten. Und es ist ja auch interessant, dass Herr Geisel, ohne das vertiefen zu wollen, nicht mit dem SPD-Logo auftritt, sondern sich selbst vermarktet. Ich finde, wir haben unseren Parteien alle was zu verdanken und das sollte man auch zeigen. So, das eint uns. Und ich glaube, es wäre sehr klug gewesen, wenn die CDU unsere Kampagne unterstützt hätte, zumal Herr Keller ja ein Jahr lang gesagt hat, er will nicht. Und jetzt hat man ihn sozusagen liebevoll gebeten, es doch zu tun. Das merkt man. Man muss diesen Job wirklich wollen. Das ist nicht, wo man mal kandidiert, um bekannt zu werden. Oberbürgermeister einer solchen Stadt heißt 24 Stunden, 7 Tage die Woche Verantwortung zu übernehmen. Und das sind nicht nur die großen Dinge. Das sind auch Dinge, ist das Pflaster schön, haben die Leute hier Einkaufsmöglichkeiten? Und dafür muss man brennen. Und ich glaube, dass ich das tue. Und deswegen wäre es klug gewesen von der CDU. Aber jetzt müssen sie sich halt hinten anstellen. Was sind die ersten 3 Projekte, die Sie angehen als Oberbürgermeisterin? Sie sind gerade gewählt. Ja. Was machen Sie als Erstes? Ich würde das Thema Sicherheit und Sauberkeit angehen. Es ist etwas, was wir auch durch Corona befördert, ich sage das, Exzesse erleben, vor allen Dingen in Rheinnähe und zwar nicht nur hier in der Altstadt, in Rheinnähe, aber auch in Althimmelgeist, auch in Angermund. Wir sind eine gastfreundliche Stadt, wir mögen es, wir sind Rheinländer, aber wir sind eine Stadt, wo wir nicht verkommen dürfen als Eventfleck, als Vergnügungspark, wo die Menschen, die hier leben, sozusagen Statisten sind. Das ist das eine. Das zweite ist, wir brauchen eine Verkehrsveränderung, aber ohne, dass man es gegen die Menschen macht. Also Thema Umweltspur, Pop-up-Spur sind ja Angriffe auf Menschen, die ja durchaus bereit wären, das Auto stehen zu lassen. Das wäre etwas, wo ich eingreifen würde. Und dann brauchen wir definitiv mehr Wohnraum. Das heißt, wir würden die vorschlagen, mit Genossenschaften, mit Anbietern Grundstücke zu erwerben als Stadt. Ist übrigens etwas, was ich vor 10 Jahren noch anders gesehen habe, um die dann zu entwickeln, in Erbpacht, damit die Mieten nicht so exorbitant steigen, weil den Grund und Boden können wir nicht günstiger machen. Ich glaube, das sind wichtige Themen. Aber es gibt natürlich sehr viele, weil Sie von 3 gesprochen haben. Und mein Lieblingsprojekt in der Stadtplanung ist sofort anzufangen, die Rheinuferpromenade zu verlängern. Also sozusagen dort, wo sie jetzt aufhört, bis zur Theodor-Heuss-Brücke, wäre städtebaulich eine wunderbare Sache. Und ich bedauere sehr, dass wir den Oberbürgermeister nicht überzeugen konnten, das die letzten 6 Jahre zu machen. Wir hatten das Geld. Wir hatten die Pläne. Jetzt müssen wir es selber machen. Stichwort Umweltspur haben Sie selber gegeben. Was ist Ihre Alternative? Ich habe auch FDP-Stimmen gesehen, die sind 2, 3 Jahre alt. Die sagten, ja, kann man mal überlegen, um ein Dieselfahrverbot, da kommen wir ja her, zu vermeiden in Düsseldorf. Also das Dieselfahrverbot ist schon lange von der Regierungspräsidentin eingesagt worden. Wir haben gesagt, in der Innenstadt testen wir. Nach einem Jahr schauen wir, ob es das bringt. Wir haben bis heute übrigens, das Jahr ist rum, keine Ergebnisse von der Verwaltung. Die Umweltspur an der A46 ist ein reines Instrument, um Autofahrer zu quälen, die in die Stadt kommen. Das sind aber Menschen, die in dieser Stadt arbeiten. Die in dieser Stadt sozusagen, ist ja nicht jeder, der hier arbeitet, lebt in Düsseldorf. Wir brauchen die. Für die Firmen, kleine Firmen, große Firmen, Kliniken, die hier dafür sorgen, dass wir eine gute Gewerbesteuer haben, davon lebt die Stadt. Das heißt, es ist willkürlich gemacht worden und losgelöst im Ordnungs- und Verkehrsausschuss mit rot-rot-grünen Stimmen. Wir haben es dann in den Rat gezogen,
Dann kam es nochmal und dann hat der Oberbürgermeister sich wieder dafür ausgesprochen. Das würden wir sofort abschaffen. Alternative, wir brauchen am Stadtrand Tausende von Park-and-Ride-Plätzen und dann einen Pendelservice mit Bussen, dass die Leute dann auch möglichst umsonst in die Busse steigen, in die Innenstadt gebracht werden. Ich bin sicher, intelligente Angebote lassen die Leute ihr Auto stehen. Ich gehöre zur Generation, ich bin mit Autos groß geworden. Ich bin dankbar heute für alles, wo ich mein Auto stehen lassen kann, öffentlicher Nahverkehr, sei es Fahrrad, sei es die tolle U-Bahn, die entstanden ist. Auch zu Fuß übrigens, auch an die Fußgänger sollten wir denken. Also es gibt Alternativen, die muss man anbieten, bevor man die Folterwerkzeuge rausholt. Und das hat der Oberbürgermeister Geisel, hat das Folterwerkzeug rausgeholt und das werden wir beenden. Was können Sie besser als alle anderen OB-Kandidaten? Ich habe die meiste Erfahrung. Ich glaube, dass die Erfahrung, in dieser Stadt geboren zu sein, aufgewachsen zu sein, ich kenne diese Stadt. Ich habe hier meine Kinder großgezogen, ich habe inzwischen Enkel, das heißt, ich kenne die Situation. Schule, Kindergarten, das Leben in dieser Stadt, das haben die anderen alle nicht. Ich glaube, ein Gefühl für eine Stadt zu entwickeln, um sie in die Zukunft zu führen, ist ganz, ganz wichtig. Denn dass wir heute andere Herausforderungen haben als noch vor 10 Jahren, das ist klar. Die Stadt wächst. Das heißt, wir müssen mehr Wohnraum anbieten. Ich möchte aber nicht, dass die Stadt versiegelt wird. Wir brauchen viel mehr Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, ohne denen Angst zu machen, dass wir irgendwas wollten. Ich glaube, dass ich die Richtige bin. Abgesehen davon, glaube ich, wäre es ganz gut, wenn eine Frau den Laden mal übernimmt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.